Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist André Podein, ich bin Customer Engagement Manager bei ePages. Und ja, der ein oder andere kennt mich vielleicht von der Academy-Serie, die wir machen, oder auch schon von einigen Webinaren, die wir natürlich vorher gemacht haben. Wir haben jetzt gerade im April die letzte Academy-Serie, was halt eine Serie von Live-Events ist, wo wir durch ganz Deutschland fahren, um Ihnen als Händlern halt verschiedene Themen zu präsentieren, durchgeführt. Irgendwie haben wir wohl den falschen Monat getroffen, denn leider waren die Teilnehmerzahlen nicht ganz so hoch wie erwartet. Und darum haben wir uns gedacht, wir wollen doch die Inhalte, die dort präsentiert wurden, nochmal einer größeren Menge Menschen bereitstellen und haben uns also entschlossen, die einzelnen Vorträge jetzt nochmal in Webinarform darzustellen. Vorab ein paar kleine technische Hinweise von mir. Hören sollten Sie mich jetzt alle können. Es gibt in dem kleinen Tool, was Sie benutzen, um hier teilzunehmen, ein kleines Fenster, das heißt Fragen. Dort können Sie also jederzeit während des Webinars Ihre Fragen reinschreiben, bitte. Und ich werde die dann zu gegebener Zeit beantworten. Wenn es gerade zum Thema passt, greife ich die direkt auf. Ansonsten gehe ich die Fragen am Ende des Webinars nochmal durch, sodass also alle Ihre auftauchenden Fragen beantwortet werden. Das Webinar werden wir ebenfalls aufzeichnen und dann im Ende oder am Ende dieser Webinarserie, die wir jetzt machen, und das Ganze zieht sich jetzt über, glaube ich, so 2,5 Wochen hin, wo wir immer mal wieder ein Webinar präsentieren. Und am Ende der gesamten Webinarserie sprechen wir nochmal mit den verschiedenen Partnern, die ja auch ein Webinar halten werden, und werden dann alle die Webinare, wo wir das dürfen, bereitstellen für Sie auf unserem YouTube-Channel, einfach auf YouTube ePages Academy suchen, und dort finden Sie dann später das aufgezeichnete Webinar. Also wer nochmal reinhören will, kann das gerne tun. Ja, damit möchte ich dann auch langsam ins Thema einsteigen. Das Thema, worüber ich heute sprechen möchte, heißt der richtige Einsatz von Sprache, und Sie sehen hier am Titelbild schon, es geht darum, im Grunde ein bisschen Deutschunterricht zu machen, so oder so merkwürdig, wie das vielleicht auch klingt. Mir geht es halt einfach darum, mal ein bisschen uns anzuschauen, wie funktioniert eigentlich Verkaufssprache, wie funktioniert Verkaufspsychologie, welche Wörter funktionieren besser und wo finden Sie die richtigen Wörter, wenn Sie zum Beispiel eine Produktbeschreibung verfassen wollen, weil das ist ja was, wo viele unserer Händler immer noch so ein bisschen Probleme haben. Dann stehen da nur so ein, zwei sehr kurze, knappe Sätze aus SEO-Sicht, also für Google, und natürlich auch für den Verbraucher ist natürlich schöner, wenn das Produkt ein bisschen ausführlicher und ein bisschen interessanter beschrieben wird. Und da gucken wir uns jetzt mal an, wie man da entsprechend Material findet und wie man Dinge richtig formuliert. Um erstmal zu verstehen, woher manche Begriffe kommen und wie unterschiedlich bestimmte Begriffe verwendet werden, habe ich hier mal ein Beispiel in Bildform für Sie. Wenn jetzt also das ein Produkt ist, was bei mir im Ladengeschäft vermutlich, unwahrscheinlich, dass das online verkauft wird, aber vielleicht auch doch, was jetzt also hier irgendwie verkauft werden soll. Und dann finden Sie einen Hinweis auf diesem Produkt, der lautet Sonderpreis 2,99 Euro. Wenn so ein Schild also auf so einem Produkt hier drauf ist, dann zieht man ganz unwillkürlich bestimmte Schlussfolgerungen. Im Falle des Beispiels, was wir hier haben, hier handelt es sich halt um Lebensmittel. Und ein Lebensmittel, was mit einem besonders präsenten Sonderpreis markiert ist, und Sie denken sich's vielleicht alle jetzt schon im Köpfchen, ist in der Regel etwas, was in Kürze abläuft. Also oftmals kennen wir das aus dem Supermarkt, dass irgendetwas, wo das Ablaufdatum, also 6.4.11. wäre das hier mit dem Produkt gewesen, das ist schon ein bisschen länger her. Aber wenn es natürlich jetzt ein Termin wäre in der Zukunft, zum Beispiel morgen, dann würde der Sonderpreis hier wahrscheinlich einfach nur bedeuten, das Produkt läuft bald ab. Das heißt, der Sonderpreis im Zusammenhang mit diesem Produkt könnte die Assoziation beim Verbraucher erwecken, dass es sich hier um ein in irgendeiner Form ja schon beschädigtes, minderwertiges Produkt. Also minderwertig ist es eigentlich nicht, weil es ja noch gut ist. Aber mit dem Produkt stimmt irgendwas nicht. Man muss genauer hinsehen. Man muss nochmal genauer prüfen, wann will ich es denn verbrauchen? Kann ich es jetzt kaufen und in 3 Tagen immer noch benutzen?
Also solche Geschichten, das weckt also schon so ein bisschen, ja, fast Misstrauen beim Verbraucher und ist vielleicht als Beispiel jetzt nur gedacht, um Ihnen mal mitzuteilen, okay, wenn ich bestimmte Dinge mit bestimmten Dingen, mit bestimmten anderen Dingen labele, also da einen Aufkleber drauf mache und irgendwie sagt, das ist jetzt so und so, dann erzeugt das eine bestimmte psychologische Wirkung beim Verbraucher. Wenn ich jetzt quasi das gleiche Label, das gleiche Preisschild auf ein komplett anderes Produkt drauf mache, dann ziehe ich halt auch andere Schlussfolgerungen. Ich meine, jetzt klar, ein Stuhl für 2,99 €, mit dem scheint offensichtlich auch was nicht zu stimmen. Der ist entweder sehr, sehr klein oder aus Papier. Aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier 22,99 €, irgendwas in der Richtung. Bei einem Stuhl ist es wieder was ganz anderes. Wir empfinden das jetzt vielleicht nicht unbedingt so, dass es ja ein minderwertiges Produkt ist. Vielleicht ist es eine spezielle Aktion, ist vielleicht ist es ein Ausverkauf, keine Ahnung. So oder so, was wir auf jeden Fall daraus schließen können, ist, wenn jetzt dieser Stuhl tatsächlich 2,99 € kosten würde, dann ist der eine Sache, und zwar das hier billig. Ja, billig ist ein Wort, haben Sie sich vielleicht alle schon gedacht, was man eigentlich nicht unbedingt verwenden sollte, weil billig eine bestimmte Sache ausdrückt, die Sie wahrscheinlich nicht ausdrücken wollen. Billig bedeutet nämlich eigentlich heutzutage im Sprachgebrauch, dass es halt minderwertig ist und darum billig ist. Ursprünglich ist es halt überhaupt nicht so gewesen. Billig ist ein oder billigen ist ein sehr, sehr altes deutsches Wort und Sie kennen vielleicht noch die ein oder andere Sprachwendung, nämlich zum Beispiel etwas billigen oder auch das ist nur recht und billig oder meine Eltern billigen unsere Beziehung nicht. Billig bedeutet eigentlich im ursprünglichen Kontext nichts anderes als diese Sache ist angemessen oder passend. Das war der ursprüngliche Sinn des Wortes billigen oder billig, aber das hat sich halt im Laufe der Zeit einfach verändert. Die modernere Bedeutung des Wortes bedeutet nämlich leider tatsächlich wertlos. Etwas hat einen geringen Wert und dadurch auch einen geringen Preis. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, der Preis ist dann angemessen, weil das Produkt ja auch wertlos ist. Darum hat es auch einen niedrigen Preis. Also irgendwie haut es dann trotzdem auch wieder hin. Drückt auf jeden Fall heutzutage in der Psychologie eher aus, dass es halt sich hier nicht um besonders hohe Qualität handelt. Ja, und das muss man natürlich immer berücksichtigen. Vielleicht wollen Sie gezielt, vielleicht ist es Ihre Strategie, besonders billige Produkte verkaufen, damit Sie keine Retouren kriegen und sich keiner wundert, dass der Kram kaputt geht. Die meisten von Ihnen werden das natürlich nicht wollen, sondern wollen ausdrücken, dass Sie besonders schöne Produkte, besonders hochwertige Produkte, besonders qualitativ wertvolle Produkte haben. Das Wort billig wäre hier also kein gutes Wort. Jetzt extra billig oder so, das benutzt man heutzutage halt in der Verkaufssprache kaum noch, weil halt dieser wertlos Ton mitschwingt. Es gibt dafür nämlich tatsächlich neue Wörter und ein Wort, was halt schon interessanter ist, ist vielleicht das Wort preiswert. Preiswert ist tatsächlich ein Wort, was so um 1880, also so Ende des 19. Jahrhunderts, erst erfunden wurde. Seitdem gibt es das Wort in der deutschen Sprache erst. Billig gibt es schon länger, preiswert gibt es neuer. Und preiswert war plötzlich das neue Wort für angemessen und passend, insbesondere wenn es um Produkte geht. Also hier wollte man wieder ausdrücken, es hat zwar seinen Preis, es ist aber auch diesen Preis wert. Es ist also nicht zu billig und nicht zu teuer. Es ist ein preiswertes Produkt. Also das ist, heißt, es ist erschwinglich, es ist halt kein Luxusgut, es ist etwas, was sich jeder kaufen kann, es ist nicht zu teuer, aber es ist auch nicht billig. Das ist halt der große Unterschied, wenn man sich dieses Wort anguckt. Aber auch das Wort preiswert heutzutage, wie gesagt, empfindet man halt eher als angemessen passend und da hat sich auch wieder ein bisschen was verändert. Und ein noch moderneres Wort ist dann das Wort preisgünstig, weil jetzt wollen wir nämlich wieder diese Dringlichkeit reinbringen, diese Botschaft, dass es vielleicht eine vorübergehende Sache ist. Das Wort preisgünstig gibt es tatsächlich erst seit Mitte der 50er Jahre. Mitte, Ende der 50er Jahre hat sich das immer mehr in der Werbung plötzlich dargestellt. Dieses Wort ist auch ein Wort, was es vorher mal wieder nicht gab.
Und hier geht es einfach nochmal zusätzlich zum Preis, zum wertigen Preis, die Aussage zu machen, hier können wir jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Das ist eine günstige Gelegenheit. Dieses Produkt kostet nicht immer das, was es jetzt kostet. Jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt ist es besonders preisgünstig oder von diesem Hersteller ist es besonders preisgünstig oder sonst was. Das heißt, wir haben hier eine Kombination aus einem geringen Preis ohne einen Wertverlust auszudrücken. Und ja, das ist so, wie sich solche Worte entwickelt haben, also wirklich von billig über preiswert zu preisgünstig hin, hat sich das in der Werbesprache verändert, wie wir Dinge beschreiben wollen. Heutzutage gibt es halt noch viele andere Wörter dazu. Wir haben eben schon gesehen, Sonderpreis, es gibt Sonderangebot oder den Aktionspreis. Wenn wir jetzt diese drei Wörter einmal vergleichen, überlegen Sie sich mal alle jetzt gerade für sich zu Hause, was Sie als das positivste Wort von diesen dreien empfinden. Also wenn Sie irgendwo eine Aktion sehen, da ist eine Sache, die gibt es im Sonderpreis, eine gibt es im Sonderangebot und dann gibt es eine Sache, die einen Aktionspreis hat. Und Sie überlegen sich mal für sich jetzt kurz, was wäre das, was Sie am hochwertigsten empfinden würden? Was ist für Sie die angenehmste Ansprache von diesen dreien? Und ich hoffe, die meisten empfinden das hier als das angenehmste, der Aktionspreis. Das wird heutzutage also sehr, sehr viel gemacht. Dann gibt es die Frühjahrsaktion, Osteraktion, Weihnachtsaktion, Sommeraktion, Jubiläumsaktion. Und man denkt, oh, da gibt es ja einen konkreten Anlass dafür, dass die mir als Verbraucher jetzt gerade entgegenkommen und mir ein Produkt ganz besonders günstig anbieten wollen. Und wenn ich jetzt innerhalb dieser Aktion oder dieses Aktionszeitraumes das Produkt kaufe, dann habe ich da einen ganz großen Vorteil, weil diese Aktion natürlich zeitlich begrenzt ist. Ja, also ehrlich gesagt ist das natürlich Quatsch. Ja, also wenn Sie halt bei sich irgendwas machen und haben 10 Ladenhüter, die Sie einfach sonst nicht loskriegen, wollen die eigentlich zu einem günstigen Preis aus dem Lager haben und sagen Sonderaktion, spezieller Aktionspreis auf diese 10 Produkte für die nächsten 2 Wochen nur so und so, dann ist natürlich Quatsch. Eigentlich ist das ihr alter Schrott. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen übertrieben auszudrücken. Aber für den Verbraucher ist es toll. Das ist eine Aktion. Der Verbraucher will einen Grund dafür wissen, warum dieses Produkt preisreduziert ist. Der Grund könnte sein, es ist beschädigt, es ist alt, es hat ein knappes Ablaufdatum oder. Dem Verbraucher reicht aber auch die Aussage, ja, es ist halt gerade Teil einer Sonderaktion. Und das geht teilweise sogar heutzutage so weit, dass es eine Drogeriemarktkette gibt in Deutschland, die das immer noch so benutzt. Die bringen halt auch regelmäßig so Flyer raus, also diese kleinen Beilagen, die Sie vielleicht mal in einer Regionalzeitschrift finden. Und dann gibt es das Shampoo diese Woche zum Aktionspreis von 1,59 €. Der Witz ist, die Woche davor hat es 1,49 € gekostet und war nicht im Aktionspreis. Aktionspreis sagt halt nämlich eigentlich gar nichts aus. Sagt gar nicht aus, dass es günstiger oder besser ist, wird vom Verbraucher aber als etwas Positives empfunden. Und deswegen eine gute Sache, wenn Sie sowas zum Beispiel auch bei sich im Shop benutzen. So, das Ganze habe ich jetzt eigentlich aber eher mal als kleine Einführung in das Thema gemeint, um Ihnen einfach mal so ein paar Unterschiede darzustellen, wie verschiedene Worte auf Menschen wirken. Und jetzt gucken wir uns mal wirklich konkret an, wie wir denn Produkte beschreiben. Ja, ich habe hier mal ein Bild von einem beliebigen Produkt. Das hatten wir ja eben gerade auch schon mal. Von diesem Stuhl hier. Und jetzt wollen wir mal nicht über den Preis reden, jetzt wollen wir mal darüber reden, dieses Produkt zu beschreiben. Und ja, ich könnte jetzt natürlich anfangen, das Produkt zu beschreiben, indem ich sage Sitzhöhe, Sitztiefe, Stuhlhöhe, Material und so weiter. Das sind aber eher technische Daten. Also ich könnte jetzt natürlich diesen Stuhl mit technischen Daten beschreiben. Wie hoch ist der? Wie schwer ist der? Wie breit ist der? Wie hoch ist die Sitzhöhe? Aus welchem Material ist der? Ist das behandeltes, unbehandeltes Holz? Und so weiter und so fort. Das ist quasi so ein Pflichtteil, den Sie auf jeden Fall machen sollten. Also je nachdem natürlich, was für ein Produkt es ist. Aber jedes Produkt hat in irgendeiner Form technische Daten, ne? Egal, was das jetzt für ein Produkt ist. Ein Schuh hat vielleicht ein Obermaterial, Innenmaterial, Sohle, geschnürt, Slipper, sonst was. Aber das beschreibt ja eigentlich nur die Eigenschaften
dieses Produktes. Das gibt mir das absolute Minimum vor, was ich von diesem Produkt wissen will. Wenn Sie es besser machen wollen, als jemandem nur technische Daten an den Kopf zu schmeißen, das heißt, Sie wollen jetzt wirklich in Verkaufssprache einsteigen, Sie wollen wirklich besser ranken als die Konkurrenz mit diesem Produkt in einer Google-Suche. Sie wollen einen besseren Preis wegen der höheren Qualität für AdWords erzielen. Oder, dann müssen Sie natürlich die Kür auch machen. Und die Kür wäre ein schöner beschreibender Text, um dieses Produkt zu beschreiben. Und beschreiben tun wir Dinge in der deutschen Sprache sehr häufig mit dem sogenannten Wie-Wort. Ne, hier nochmal so Grundschule, nämlich mit Adjektiven. So, und diesen Stuhl hier, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, den habe ich tatsächlich unter einem ganz bestimmten Adjektiv ergoogelt. Ich habe halt Stuhl eingegeben und dann ein Adjektiv dazu geschrieben. Und das war folgendes Adjektiv, nämlich das Wort stabil. Also dieser Stuhl war das Top-1-Ergebnis in der Bildersuche bei Google unter stabil und Stuhl. Da habe ich halt den gefunden und ja, können Sie darauf einigen, der ist aus Holz, der sieht recht stabil aus, ne? Und ist ganz ordentlich. So, jetzt gibt es aber auch Wörter, die sind so ähnlich wie stabil. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann schauen wir mal, was es dann noch so für Stühle gibt und wie diese Stühle mit welchem Hauptadjektiv die zum Beispiel bezeichnet werden. Habe hier nochmal so einen anderen Stuhl gefunden, der tatsächlich nicht unter dem Wort stabil auftauchte, sondern unter einem anderen Wort. Und dieses Wort war robust. Und das fand ich ganz interessant, weil es hier offensichtlich gar nicht mal um den Stuhl an sich geht, sondern vermutlich eher um den Sitzbezug, dass das sehr, sehr robuster Stoff ist, der halt ein bisschen was aushält, der nicht schnell abkratzt, der vielleicht ja, in irgendeiner Form resistent ist gegen Flecken oder sonst was. Das war hier zum Beispiel ein robuster Stuhl. Robust, ein sehr ähnliches Wort wie stabil, aber wie Sie sehen, optisch versteht man darunter offensichtlich was ganz anderes. So, dann habe ich gedacht, wenn ich schon dabei bin, dann probiere ich mal ein paar andere Adjektive aus, die auch so ähnlich alle sind, nämlich das Wort widerstandsfähig. Widerstandsfähig, robust, stabil, fand ich irgendwie auch sinnvoll. Und habe gedacht, was finde ich wohl für einen Stuhl, wenn ich nach widerstandsfähig suche? So, auch hier jetzt für Sie wieder die Gelegenheit, sich alle im Kopf ein Bild zu machen, wie vielleicht ein widerstandsfähiger Stuhl aussieht. Und die Auflösung kommt dann jetzt. Oh, jetzt bin ich einmal zurückgegangen. Entschuldigung. Auflösung kommt jetzt. Das ist ein widerstandsfähiger Stuhl. Wenn Sie jetzt so ein bisschen schmunzeln, kann ich das durchaus verstehen. Aber jetzt müssen wir mal überlegen, was eigentlich das Wort widerstandsfähig aussagt. Das Wort widerstandsfähig sagt aus, dass dieser Stuhl Widerständen etwas entgegenzusetzen hat. Und das benutze ich bei einem Gegenstand, der vermutlich auch gewissen Widerständen ausgesetzt wird. Und das hier ist ein Campingstuhl. Der steht vielleicht draußen bei Regen, bei Sonneneinstrahlung. Er wird transportiert, er wird zusammengeklappt, wieder auseinandergeklappt, beim Auto in den Kofferraum geschmissen. Und ich möchte, dass dieser Stuhl all diesen Widerständen gegenüber bestehen kann. Und darum beschreibe ich ihn mit dem Wort widerstandsfähig. Zu sagen, der wäre jetzt hier besonders robust, ja, würde vielleicht auch noch funktionieren, stabil wahrscheinlich nicht. Also draufstellen kann ich mich hier mit Sicherheit nicht so gut wie auf den ersten Holzstuhl, aber der hält Widerständen etwas entgegen. Also Widerstände gegenüber diesem Stuhl werden erwartet und er hält den Stand. Und darum in diesem Fall das Wort widerstandsfähig. Ein anderes Wort für widerstandsfähig habe ich dann nochmal ausprobiert und das ist belastbar. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ein belastbarer Stuhl aussieht. Das könnte man mal völlig denken, wahrscheinlich so wie der erste. Nee, das hier war das Top-Ergebnis zum Thema belastbarer Stuhl. Und ja, meine persönliche Erklärung hierfür ist wahrscheinlich, weil man sich überlegt, wie weit kann ich denn diesen Stuhl belasten? Also mit welchem Körpergewicht kann ich mich dann noch draufsetzen, ohne dass der nach hinten überkippt, weil der halt nach hinten keine Beine hat, ne? Ab wann geben denn diese zwei gebogenen Beine, die der hat, nach? Wie belastbar ist dieser Stuhl? Wie schwer darf jemand sein, der sich da gemütlich draufsetzen will? Und hier wollte der Hersteller vermutlich ausdrücken, dass ich mich vielleicht auch mit einem Körpergewicht deutlich über 80 Kilo noch bequem
auf diesen Stuhl setzen kann. Und dann, ja, wenn wir schon bei belastbar sind, dann gibt es halt noch das Wort hier, massiv. Wie sieht denn jetzt ein massiver Stuhl aus? Und da sind Sie jetzt wahrscheinlich alle so ein bisschen enttäuscht, nämlich wieder so, so ein bisschen wie der erste, der eher stabil war. Also stabil und massiv scheint hier sehr eng zusammenzuliegen. Wobei ich dann hier mal genauer hingeschaut habe und es tatsächlich der hohe Treffer bei massivem Stuhl eher vom Material herrührte, weil das hier jetzt kein Stuhl aus Verbundholz oder so ist oder aus Leimholz, sondern tatsächlich ein Massivholzstuhl ist. Das heißt, hier jetzt wieder die eigentlich technische Eigenschaft, nämlich aus welchem Material ist der Stuhl, hoch gepunktet hat bei der Google-Suche und gar nicht mal die Tatsache, dass der Hersteller diesen Stuhl als besonders massiv bezeichnet hat, sondern einfach das Wort Massivholz ein paar Mal vorkam. Ja, zu all diesen Adjektiven habe ich gedacht, da gibt es bestimmt noch mal andere interessante Sachen, wenn es um Stühle geht. Wie ist es denn zum Beispiel mit einem Wort wie altmodisch? Ja, da kommt halt sowas hierbei raus. Das ist ein altmodischer Stuhl. Ein alternatives Wort zu altmodisch wäre vielleicht traditionell. Ja, habe ich gedacht, okay, wie sieht denn ein traditioneller Stuhl aus? Und das ist auch ganz interessant hier, das Bild eigentlich. Das ist so ein bisschen, ich würde es mal sagen, so Landhausstil. Auch wieder ein komplett anderer Stuhl. Ein ähnliches Wort wie traditionell habe ich mir dann sagen lassen, ist tatsächlich rustikal. Und in der Tat kommt halt auch ein sehr ähnlicher Stuhl wie bei dem traditionellen Stuhl bei raus, nämlich halt ein Holzstuhl mit einem Polster und so ein bisschen Schnörkel. Das ist halt ein rustikaler Stuhl und dann als tatsächlich letztes Beispiel, wenn es jetzt hier um Stühle geht, habe ich dann nochmal das Wort antik benutzt und das war dann auch ganz interessant. Das ist ein bisschen unscharf leider, das Bild. Ich hoffe, das können Sie trotzdem einigermaßen erkennen. Sieht nämlich extrem ähnlich aus wie der altmodische Stuhl. Einen altmodischen Stuhl würde keiner kaufen wollen, einen antiken Stuhl vielleicht schon. Ja, also jetzt auch hier wieder die Unterscheidung. Das heißt, wenn Sie Klassiker haben, ist das natürlich besser als alte Sachen. Ja, etwas, was klassisch schön ist, im Vergleich dazu zu sagen, es wäre eine altmodische Geschichte oder es ist antik im Vergleich dazu, dass es altmodisch ist, kommt mit Sicherheit besser an, weil es eine höhere Wertigkeit ausdrückt. Etwas Antikes ist etwas, was behütet ist, was gepflegt wurde. Etwas Altmodisches ist vor allem mal alt und nicht mehr in Mode. Und darum ist es ein eher negativ behaftetes Wort. Das heißt, Sie müssen also versuchen, für Ihr Produkt möglichst viele Adjektive zu finden und dann die richtigen, nämlich die einen ausschließlich positiven Aspekt haben, die ausschließlich positiv auf den Verbraucher wirken, versuchen herauszufiltern und zu benutzen. Das gilt natürlich auch nicht nur für Adjektive, es gilt auch für alle anderen Sachen. Dann gibt es in der Sprache noch natürlich regionale Unterschiede. Wenn ich hier in Hamburg zum Beispiel eine Pfanne verkaufen möchte, die besonders gut geeignet ist, um Frikadellen darin zu braten, dann hätte ich in Berlin Schwierigkeiten damit. Dort heißt das nämlich Buletten. Und in München heißt es Fleischpflanzerl. Und woanders heißt es vielleicht noch Hackklops oder noch ein anderes Wort. Und das muss man halt auch bedenken. Ja, also eine AdWords-Kampagne für den Berliner Raum zu schalten für Fleischpflanzerl würde halt keinen Sinn machen, weil keiner wüsste, was das ist und auch niemand danach sucht. Buletten würde schon viel eher funktionieren. So, und wenn es so verwandte Wörter gibt, egal ob jetzt im Adjektiv, im Verb oder im Nomenbereich, dann gibt es davon auch ein Wort, was sehr, sehr ähnlich ist. Und diese Wörter nennt man, und das haben Sie alle schon mal gehört, Synonyme. Also es gibt bestimmte Synonyme für andere Sachen und es gibt eine ganz wunderbare Seite, die heißt synonyme.de und die möchte ich Ihnen ganz kurz einmal live demonstrieren. Das sieht nämlich so aus hier. Synonyme.de. Ich kann hier raufgehen. Das ist quasi ein Wörterbuch für Synonyme. Und wir hatten es ja vorhin einmal. Ich gebe jetzt hier was ein, nämlich zum Beispiel das Wort stabil. Und dann finde ich hier 61 verschiedene Synonyme, die dann auch noch in verschiedene Gruppen unterteilt werden. Ja.
Also die erste allgemeine Gruppe hier, baumstark, also okay, so würde ich meinen Stuhl jetzt auch nicht unbedingt beschreiben wollen, beständig, bruchfest, dauerhaft, haltbar, immun, kraftstrotzend, kräftig, markig, rüstig, solide, stabil, strapazierfähig, stämmig, unverwüstlich, unzerbrechlich, wehrhaft, zäh. Dann kommen Wörter, die auch Synonyme für stabil sind, aber in eine ganz andere Richtung gehen. Akkurat, charakterfest, fundiert, gediegen, gelehrt, integer, kapitalkräftig. Ne? Wie ist denn dein Kontostand? Oh, der ist eigentlich immer recht stabil. Also solche Ausdrücke, das darf man halt auch nicht vergessen, dass das Wörter gerade in der deutschen Sprache oft für ganz unterschiedliche Sachen benutzt werden. Es kann fest, gleichbleibend, belastungsfähig und so weiter heißen. Ist also ganz interessant. Wenn ich jetzt mal Frikadelle eingebe, da sehen wir hier Bulette, Fleischpflanze, Frikadelle, Klops, Burger, Hackfleisch, Hackfleischbrötchen, Hamburger. Also hier gibt es auch alle möglichen Begriffe dazu. Und das ist halt eigentlich eine ganz wunderbare Seite, die Ihnen dabei ganz massiv helfen kann, die richtigen Wörter zu finden und auch einfach Ideen zu kriegen, wie Sie Ihre Produkte beschreiben. Ja? Also einfach sich mal 4, 5 Grundworte überlegen und die alle mal durch synonyme.de jagen und dann stehen sie am Ende im besten Fall mit 50 Wörtern da, aus denen es ihnen dann vielleicht ja viel leichter fällt, einen frei formulierten Text zu verfassen. Wichtig ist natürlich, dass, wenn Sie die Synonyme ausgewählt haben, dass Sie dann die richtigen Adjektive wählen. Ne? Also den Stuhl halt nicht als baumstark bezeichnen, weil das würde niemals jemand suchen bei Google. Dann gibt es natürlich auch noch das Keyword-Tool über Google AdWords, wo man halt sehen kann, welche Sachen werden denn tatsächlich in welcher Häufigkeit benutzt, in welchen Zusammenhängen funktioniert das ganz gut. Und so versuchen wir dann, unsere entsprechenden Produkte zu beschreiben. Ob das funktioniert oder nicht, das sehen wir halt dann in Tools wie Google Analytics, Google Search Console oder auch natürlich dem Keyword Planner von Google AdWords. Und wie das Ganze in der Praxis dann tatsächlich aussieht, das möchte ich Ihnen jetzt auch nochmal demonstrieren. Und da habe ich hier mal auf Amazon nach ein paar Stühlen für Sie gesucht. Und jetzt sehen wir hier also so ein Vierer Stapelstuhl Set für Balkonterrasse und so weiter und so fort. Und Sie sehen hier, das sind eigentlich nur die technischen Daten. Ne? Wie sind die Maße? Wie weit ist der belastbar, stapelbar, witterungsbeständig von der Bar? Und dann haben wir hier das, was ich meinte vorhin, einen wetterfesten, stabilen Stuhl. Schwarz lackiert, passende Stuhlbespannung, hochlehnig, stapelbar, platzsparend zu verstauen, belastbar, robust, pflegeleicht. Ja, also Adjektive. Mit Adjektiven kriegen Sie das hin, dass Sie aus Fakten Sätze bilden können. Ideal auf der Terrasse, den Balkon natürlich in den Räumen wäre aber geeignet. Ne? Und wenn wir jetzt hier mal ganz runter scrollen, schauen wir mal, ob es hier irgendwie noch einen wirklichen Text gibt. Aha, hier der gemütliche Stuhl aus robustem Stahl für entspanntes Sitzen. Lassen sich Platz sparen, stapeln. Wartungsfrei, witterungsbeständig, benötigen kein Pflegemittel. Ja, also so kriegen wir hier im Bereich der Produktbeschreibung halt auch relativ einfach dann nochmal Sätze hin. Das ist quasi der Kürbereich, könnte natürlich hier viel, viel mehr noch sein. Ne? Und das hier ist der Pflichtbereich, den ich ganz am Anfang einmal erwähnt habe, nämlich aus welchem Material ist der, welche Farbe hat der, welche Maße hat der. Ja, alles andere ist hier Maße. Und was ist der Lieferumfang? Auch immer wichtig, Lieferumfang nennen. Ganz wichtiger Tipp, nicht, dass sich einer beschwert, weil irgendwas auf dem Bild zu sehen war, was er dann am Ende gar nicht bekommt. Schauen wir uns hier nochmal einen anderen Stuhl an. Dick gepolstert, Kunstleder, leicht zu pflegen, ergonomisch, stabil, hochwertig, einfache Montage. Ja, also Sie sehen, sowas findet sich überall immer wieder. Jetzt bei Stühlen sind es natürlich dann auch sehr häufig immer die gleichen Sachen. Erstklassige Materialien, ausgezeichnete Qualität, dick gepolstert. Ja, also sowas passiert halt immer wieder. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn ich mir jetzt diese Mühe gebe, das zu machen, bringt denn das auch wirklich was? Und ich habe Ihnen hier jetzt mal einen Shop, der bei uns auf der Plattform natürlich auch läuft, als Beispiel mitgebracht und hier geht es um Sommerschuhe auf sommerlatschen.de und hier werden die spanischen Espadrilles verkauft, also diese
Jute-Seil, Baumwoll, Schuhe. Und hier haben die Shopbetreiber sich ganz besonders viel Mühe gegeben bei ihren Produkten. Und Sie sehen hier, es gibt nämlich zum Beispiel ein schwarzes Paar Espadrilles, dann gibt es ein schwarzes Paar Espadrilles mit einer vollgummierten Sohle, es gibt ein schwarzes Paar Espadrilles mit einer vollgummierten Sohle, neue Variante und handgemachte schwarze Espadrilles. Und ich werde jetzt mal alle diese vier verschiedenen schwarzen Schuhe hier öffnen. Im Grunde jetzt für mich als Laie unterscheiden die sich darum, die sind vollgummiert, die nicht, und die sind handgenäht und die nicht. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Texte an. Du möchtest dich für den Sommer mit klassischen Jute-Espadrilles ausstrecken. Nimm diese schicken Schuhe, hoher Tragekomfort, besonders stilvolle Optik, zeitlos klassisch, kombinierbar, rundet das Outfit optimal ab, sind lässig, sind schick. Und so weiter. Und Sie sehen hier also sehr, sehr viel Text dazu. Und jetzt nehmen wir das andere schwarze Paar Espadrilles. Und hier ist der Text ein komplett anderer Text. Ja, wir haben sie, die Sommerschuhe schlechthin, sind leicht, sind vollgummiert, sind durchgängig mit einer Gummischicht überzogen, sicherer Halt, optisch eine gute Figur machen. Wir nehmen das dritte Paar schwarze Espadrilles. Und wieder ist der Text komplett anders. Und auch beim vierten Paar schwarze Espadrilles, ein komplett anderer Text. Klar, hier dieser Kürteil, Farbe, Material, Sohle, handgemacht, nicht handgemacht, immer gleich. Natürlich geht es immer um Sommerschuhe, natürlich geht es immer um bequeme, leichte Schuhe, aber hier wurden mit verschiedenen Synonymen gearbeitet, mit verschiedenen Adjektiven, mit verschiedenen Stimmungen gearbeitet, um vier radikal unterschiedliche Texte hinzubekommen und das halt bei jedem Paar Schuhe, was es in jeder Farbe gibt. Und damit ist das hier quasi aus Sicht von Google. Das ist ein sehr umfangreiches Nachschlagewerk zum Thema Espadrilles. Es gibt sehr viel individuellen, einzigartigen Text zum Thema Espadrilles. Und es ist nicht nur ein Flyer, wo ein paar technische Daten drinstehen. Und wenn ich jetzt auf Google einfach mal gehe und hier bei in der Google-Suche sage, ich möchte Espadrilles kaufen. Dann schauen wir mal, ob sich das auszahlt. Jetzt haben wir hier als erstes Suchergebnis über AdWords sommerlatschen.de. Das ist natürlich eine bezahlte Werbeanzeige, wo die Händler hier von Sommerlatschen auch ein bisschen Geld für ausgeben. Auf Platz 2 H&M, auf Platz 3 Amazon, auf Platz 4 Götz, alles noch AdWords. Jetzt kommen die organischen Suchergebnisse, wo Google also sagt, das hier ist der beste Treffer, hier gibt es das beste Ergebnis zum Thema Espadrilles kaufen und das ist auch Sommerlatschen.de. Und dann wieder Amazon, Otto, Zalando, Pick und Kloppenburg und so weiter und so fort. Ja, das heißt, dieser Online-Shop läuft auf der ePages-Plattform, hat es geschafft, mit viel Text, gutem Text, einzigartigem Text, ausführlichem Text, beschreibendem Text bei Google auf Platz 1 zu ranken. Dementsprechend niedrig sind dann auch die Kosten oder niedriger sind die Kosten für AdWords, weil bei der AdWords-Berechnung auch immer die Qualität der Seite noch eine große Rolle spielt und damit können die sich eben auch im Bereich AdWords durchaus mal auf der ersten Platzierung behaupten, auch gegenüber den wirklich großen Marken hier wie H&M, Amazon oder Götz, ja. Und sommerlatschen.de sehen Sie hier bei Anzeigen auf Platz 1 und auch organisch auf Platz 1. Ja, also das ist natürlich schon eine tolle Leistung. Ist das jetzt die einzige Methode, mit der das geht? Nee, es gibt noch eine andere Methode, ist aber deutlich schwieriger und passt auch nicht zu allen Themen. Und das hat dieser Shop hier gemacht, das ist der Shop Guter Kuchen. Und hier gibt es leckere Cake Pops. Das sind quasi Kuchenteigstücke an einem Lolli-Stiel mit Schokolade überzogen. Und das Tolle bei der Geschichte ist, Sie können da alle möglichen Formen machen. Sie können die in verschiedenen Sachen garnieren. Sie können die aussehen lassen wie kleine Hochzeitstorten, Herzchen drauf machen, wie Einhörner aussehen lassen oder wie Schafe. Ja, und Osterhasen, na gut, das ist jetzt so ein bisschen vorbei, Ostern, aber gut. Und das ist halt eine Methode, wie die das mit ihren Texten gemacht haben, die ganz anders funktioniert. Ich gehe jetzt mal hier auf so ein Produkt drauf und wir schauen uns mal den Text an.
Wusstest du, dass man aus dem Fell eines Schafes pro Jahr bis zu 5 Pullis stricken kann und dass ihr Fell so doll eingefettet ist, dass Regenwasser einfach so an den Schafen abperlt? Das sieht bei unseren Kekpop-Schafen ganz anders aus. Da perlt nichts ab, da perlt alles drauf. Kleine süße Streuselpärchen zieren das Schokofell, das man nicht verstricken, dafür aber verschlingen kann. Mäh. Ganz anders gemacht, niedlicher, kleiner Text, ein Text, der Spaß macht zu lesen, der irgendwie nett geschrieben ist. Und das hat den Vorteil bei so einem Produkt, wo die Leute gar nicht so konkret auf technische Daten achten, sondern vielmehr daran interessiert sind, auch ich möchte mich hier irgendwie inspirieren lassen. Ich möchte anhand der Bilder natürlich entscheiden, welches Produkt ich kaufe. Und ich möchte auch irgendwie noch ein bisschen unterhalten werden, weil es was Niedliches ist. Und das führt in diesem Shop sehr häufig dazu, dass die Menschen haben, die wirklich jetzt anfangen, durch die Produkte durchzublättern. Auch wenn hier so ein lustiger Text stand, mal gucken, was bei dem Frosch steht. Ja, also man ist jetzt plötzlich neugierig geworden. Was können die Frösche alles? Auf Stielen stecken, mal nach rechts, mal nach links gucken, köstlich schmecken, eine Krone tragen, knallgrün sein, quaken nicht, auch nicht, wenn man sie beißt. Also all diese Texte sind irgendwie niedlich, sind lesenswert. Animieren dazu, vielleicht noch mal ein weiter zu klicken. Was steht jetzt bei der Biene? Da steht doch bestimmt was von Summ, Summ, Summ. Und jawohl, Treffer hier, Summ, Summ steht hier irgendwo und so weiter und so fort. Man liest diese Texte, man findet es spannend. Darum verbringt man viel Zeit auf diesen Seiten. Man klickt durch viele Produkte durch, die man gar nicht kaufen will. Und auch das ist ein Signal, was Google registriert, nämlich viel Interaktion auf der Seite, viel Interesse an dem, was hier passiert. Und jetzt machen wir hier den Test auch noch mal. Und gucken mal, ob diese Methode auch funktioniert und sagen einfach mal, wir wollen Cake Pops kaufen. So eine Anzeige über AdWords haben wir hier von deinetorte.de. Dann auf Platz 1 organisch die Greindl Cupcakes, auf Platz 2 organisch bitteschön guterkuchen.de. Also auch das funktioniert. Ja, was nicht funktioniert ist, wenn hier jetzt wirklich nur stehen würde, drei Füllungen, Kinderbrühe, 10 Stück pro Sorte. Das ist das, was nicht funktionieren würde. Und ja, ich kriege hier auch gerade eine Frage rein. Wie sieht's aus bei sehr, sehr technischen Produkten wie einer Kupplung, einer Anhängerkupplung oder einer landwirtschaftlichen Maschine? Soll ich da einen blumigen Text schreiben? Da fühlen sich doch die Leser eher verschaukelt. Und ja, es ist schwierig, ja. Also na klar, wenn ich jetzt eine sehr technische Sache, wenn ich eine M3-Schraube verkaufe, wie soll ich die blumig beschreiben? Entschuldigung, es ist natürlich deutlich schwieriger, hier jetzt herauszufinden, wie mache ich das? Aber Sie können natürlich hier auch mit ein paar Sachen arbeiten. So, Entschuldigung, falls der Ton gerade ganz kurz weg war, das Mikro ist einmal ganz kurz ausgefallen. Ja, natürlich ist hier die kurze technische Aufzählung der technischen Daten wichtiger, also die nach oben sortieren und dann halt wirklich mal gucken, gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu beschreiben? So, irgendwie spinnt das Mikro ein bisschen, aber jetzt sollte es wieder gehen. Also ja, irgendwie versuchen, das zu beschreiben. Auf jeden Fall in irgendeiner Form noch freien Text schreiben. Schreiben Sie natürlich, also jetzt können Sie nicht anfangen mit unsere Güllepumpenkupplung. Gibt es auch in wunderschönem Azurblau. Das ist die Farbe des flachen Ozeans, wenn Sie in der Südsee am Strand stehen. Das ist Quatsch, ja. Ich meine, vielleicht für einen Shop würde das tatsächlich funktionieren, aber dann liest man das eher, weil man es lustig findet. Man kauft dann aber am Ende das Produkt nicht. Also in dem Sinne bringt es dann nichts. Aber schreiben Sie über Kompatibilität, über die hohe Qualität, wie es hergestellt wird, wie viel Erfahrung in der Produktion dieser technischen Teile stecken, wer der Produzent ist, wie viel Jahre Erfahrung der schon hat. Versuchen Sie so wenigstens noch zwei, drei, vier Sätze hinzukriegen.
Es ist ja so, dass jede Suche, die ich auf Google quasi starte, ja, in dem Moment, wo ich hier die Suche nach Cake Pops kaufen starte, schaut Google, okay, was ist bei mir im Index an Informationen da zu diesem Thema? Und genau das ist jetzt der Punkt hier, der hier passiert. Aus irgendeinem Grund ist hier diese Cupcake-Geschichte, wo es auch Cake Pops gibt, für Google relevanter als der Shop, der nur Cake Pops verkauft. Aus welchem Grund auch immer. Also wir können da gerne mal kurz drauf gucken und ich kann mal versuchen rauszukriegen, warum das so ist. Auf den ersten Blick kriege ich nicht raus, weil hier unten zwar einmal kurz ein paar Cake Pops sind, es geht aber nicht ausschließlich darum. Ja, ich wüsste jetzt nicht warum. Wenn ich jetzt mal hier auf den Bereich Cake Pops gehe, dann finden wir hier auch nur einfach eine Auflistung. Es gibt, wie wir sehen, hier gerade mal 6 Cake Pops. Und es gibt natürlich noch zusätzliche andere Faktoren. Es gibt das Domain-Alter, also je länger Ihr Shop schon läuft, desto höher wird er von Google bewertet. Es gibt Backlinks, die Sie aufbauen können. Also Dinge, die auf Ihren Shop verlinken, hochqualitative Seiten, wenn Sie jetzt also ein technisches Produkt aus der Landwirtschaft haben. Wenn es also landwirtschaftliche Seiten gibt, wo gesagt wird, oh, geh zu diesem Shop, da kannst du die besten Teile kaufen, um das und das zu machen. Das ist dann natürlich auch nochmal eine weitere Methode, um das Ranking nach oben zu pushen. Ne? Ich kann hier jetzt natürlich in so einem kurzen Vortrag nicht über alle Möglichkeiten reden, wie ich bei Google ranke, sondern wollten jetzt mal ein bisschen über Content reden, über die Art und Weise, wie ich wirklich die richtigen Wörter finde, da wo es zutrifft, um meine Produkte zu beschreiben, wie sich auch Wörter unterscheiden. Was ist der Unterschied zwischen einem robusten und einem widerstandsfähigen Stuhl? Bei bestimmten technischen Sachen kann ich mir auch vorstellen, dass eher sowas wie widerstandsfähig zum Beispiel ein besseres Wort ist als stabil. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht stabil ist, ne? Also eine professionelle Trittleiter für einen Handwerker zu verkaufen und zu sagen, die steht von alleine, da würde ich mich auch verschaukelt fühlen, weil davon gehe ich aus, dafür kaufe ich das Produkt, ja. Ne? Aber zu sagen, okay, die ist besonders rutschfest, die ist elektrisch abgesichert, die ist, also die Gummidinger da unten sind so dick, dass man halt quasi wie in der Luft schwebt, wenn man auf der Leiter steht, falls man gegen eine elektrische Leitung kommt. Keine Ahnung, was für Sachen da wichtig sind bei so einer Leiter, bin kein Leiterexperte, aber das müssen Sie natürlich wissen als Händler. Was sind die Sachen, die Ihr Produkt besonders machen und es danach zu beschreiben? Eine Beschreibung einfach wegzulassen, weil man sagt, man verkauft Schrauben, wird auf jeden Fall nicht funktionieren, weil selbst wenn Sie nur 3 Sätze haben, dann haben Sie vielleicht 3 Sätze mehr als alle anderen Schraubenverkäufer und können sich damit schon mal in dieser Portion Ranking und wie es bewertet wird, ganz als Erster platzieren. Wenn die anderen dann natürlich nochmal 300 Backlinks mehr haben und noch andere Methodiken einsetzen, um halt bei Google zu punkten, dann müssen sie da natürlich irgendwann auch nachziehen. Aber Content ist halt tatsächlich ganz häufig eine Sache, die stark vernachlässigt wird. Und manchmal reicht es ja schon, wenn es ihnen hilft, um sich von Seite 2 auf Seite 1 zu schieben. Denn selbst auf Seite 2 klickt fast niemand mehr. Auf Seite 1, sind die einzelnen Plätze dann schon noch ein bisschen interessanter, was das Besuchervolumen so angeht. Und da haben sie dann auf jeden Fall einen spürbaren Wachstum eigentlich ihrer Besucherzahlen und damit hoffentlich auch ihres Umsatzes erreicht. Ja, das ist natürlich die eigentliche Idee dahinter, dass sie mehr verkaufen, weil sie die besseren Inhalte präsentieren und weil sie sich dadurch besser auf Google platzieren und weil die Leute auch tatsächlich besser verstehen, was sie da kaufen. Es senkt natürlich auch Dinge wie ihre Retourenquote und so weiter und so fort. Also hat mehrere Vorteile, wenn man sein Produkt möglichst ausführlich beschreibt. Ne? Und das waren natürlich jetzt hier 2 Beispiele, die tatsächlich, man kann davon ausgehen natürlich, dass hier die Seiten, die hier von dem Sommerlatschen-Shop abgehängt werden, wie Görz und so weiter, natürlich haben die auch Backlinks und andere Geschichten wahrscheinlich mehr, aber hat einfach so viel Inhalt hier geliefert, dass er alleine durch den Inhalt sich an diesen großen Shops vorbeischieben konnte, was also wirklich schon ganz interessant ist. Ja, damit bin ich auch mit dem Thema Sprache eigentlich für heute schon durch. Wir haben jetzt noch mal kurz Gelegenheit, eine Frage loszuwerden, wenn noch eine da ist. Wie gesagt, das Ganze ist auch aufgezeichnet worden. Ich werde daran erinnert, dass ich seit 45
Minuten ein Webinar habe, wird natürlich dann entsprechend, wie gesagt, auch hochgeladen auf unseren YouTube-Kanal. Sie können da also jederzeit nochmal reinschauen. Das nächste Webinar, da geht es dann um den Umgang mit negativen Bewertungen. Da haben wir einen Kollegen der Firma Trustami da, die sich also mit Trust-Signalen, mit Bewertungstools auseinandersetzen und wo Sie mal erfahren, wie Sie mit negativer Kritik für Ihren Shop umgehen können. Das trifft natürlich nicht nur auf so Trust-Siegel zu, das könnte ja auch Ihren Social-Media-Auftritt betreffen. Was ist denn, wenn einer auf meiner Facebook-Seite meckert? Was ist denn, wenn einer auf einem anderen Kanal, in meinem Forum, in meinem Blog, wo auch immer, mich schlecht macht? Wie reagiere ich da richtig drauf? Was bringt das? Was sind die rechtlichen Voraussetzungen, da richtig drauf zu reagieren? Da haben Sie also Dienstag nächster Woche, das ist dann der 29. Mai, Gelegenheit, da mal reinzuhören. Und oder geht's schon auf, am Freitag nächster Woche haben wir dann nochmal unsere Kollegen von Agutus da, von einer Online-Agentur, wo es um Budgetberechnung für AdWords-Kampagnen geht. Also auch nächste Woche nochmal zwei spannende Webinare für Sie am Start. Können Sie sich natürlich noch jederzeit dafür anmelden. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit fürs Webinar heute. Hoffe, Ihnen hat es ein bisschen gefallen. Hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen, haben so ein paar Ideen geschöpft, wie Sie jetzt doch nochmal die ein oder andere Produktbeschreibung nach vorne pushen können. Und ich hoffe mal, dass es bei Ihnen entsprechend zum Erfolg führt. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen sonnigen, hoffentlich, Feierabend. Tschüss!